Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Heute geht's in die Sächsische Schweiz. Kommt mit! So, liebe Freunde, wir sind jetzt gerade angekommen in unserer kleinen, netten Unterkunft. Ich führe euch mal kurz rum. Pepe hat auch schon alles abgeschnüffelt hier. Ja, genau, Pepe. Fein. Dann komm mit. Ja, wir befinden uns hier gerade in dem wunderschönen Wohnzimmer. Es ist riesig hier. Ein schöner Ofen. Total gemütlich. So ein Landhausstil. Und es ist leider dunkel, ich kann euch nicht die Aussicht zeigen, aber die ist auch fantastisch. Ich war vorhin noch ein bisschen was einkaufen und da sind wir auch schon direkt in der Küche. Die ist auch ziemlich großzügig, netter Landhausstil, wie gesagt. Ein schnuckeliges Schlafzimmer. Und kurz ins Bad. Danielas, hast du dich versteckt, ja? Wir spielen jetzt Verstecken eine Runde. So, Licht hier im Bad. Zack. Ja, ist ganz nett. Das ist eine Airbnb-Unterkunft und die kostet 44 Euro die Nacht. Ich finde das absolut okay. Mit einem eigenen Garten. Und hier geht's weiter zur Sauna. Lichtschalter hier. Ein cooler Saunaraum. Mal hier den Lichtschalter. Wir lassen jetzt den Abend gemütlich ausklingen bei einem Glas Rotkäppchen-Sekt und Spreewaldgurken. Morgen wird der Tag auf jeden Fall spektakulärer werden, glaube ich, wenn das Wetter mitspielt. Und ich hoffe, dass ich noch einen WLAN-Spot finde, wo ich das Video dann rechtzeitig hochladen kann. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und morgen wieder einschaltet. Bis denn, ciao! Prost auf 20 Abonnenten. Vielen Dank. Prost. Diese Spreewaldgurken sind der absolute Hammer mit Knoblauch. Voll geil, ey.